Heute kommt deine Knallfrage. Lebst du selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Ja, beides ist unwahr. Ein Christenmensch sucht nur eines, den Willen des Vaters. Er lebt weder fremdbestimmt noch selbstbestimmt. Und ich denke, das ist für die Menschen unserer Zeit wohl die größte Herausforderung. Denn nachdem wir jahrhundertelang fremdbestimmt waren durch soziale Strukturen, die Adligen, die Regierung, die Kirche, die Vorstellungen der Habenden und so weiter, ist das Volk durchgebrochen zu Selbstbestimmung. Wir bestimmen selbst. Das Übel ist, dass die Selbstbestimmung uns auch nicht die versprochene Freiheit gebracht hat. Wobei selbstbestimmt ist immer noch besser als fremdbestimmt. Aber Gottes Wort sieht etwas vor. Da ist einer, der nicht nur das Beste für dein Leben kennt, sondern der das Beste für dein Leben will. Deshalb machen wir uns auf die Reise. Selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Nein. Beides stimmt nicht. Ein Christenmensch sucht den Willen des Vaters. Jesus sagte zum Beispiel in Johannes 4, 34, meine Nahrung ist, dass ich den Willen des Vaters tue und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Also, was ist Nahrung? Lebensvoraussetzung. Was für mein Leben Voraussetzung ist, ist, dass ich den Willen des Vaters tue. Boah. Ich weiß nicht, ob du ein Freund des Fastens bist. Ich habe es also mal geschafft, 2 oder 3 Wochen. Ich glaube 2, ich darf nicht übertreiben. Hey, ich habe ein Tierfutter zu riechen begonnen und habe mich nur auf eines gefreut und fokussiert. Ich darf wieder essen. Und ich habe mir 5 verschiedene Zahnpasten gekauft, um Zahnpaste in den Mund zu schieben, damit ich unterschiedliche Geschmäcker habe. Boah, ich bin kein Fastenweltmeister. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen des Vaters tue, Lebensvoraussetzung. Oder Römer 8, 5, denn alle, die sich von ihrer Natur bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, Gottesbestimmung. Wow, es gibt einen Ausweg für Christenmenschen, nicht in der Gefangenschaft der Fremdbestimmung und einer möglichen Irreführung der Selbstbestimmung zu verweilen, sondern vom Schöpfer geführt zu werden. Markus 3, 35, Jesus sagt, jeder, der nach dem Willen Gottes lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Hey, cool, Jesus führt Frauen ein. Mütter, Schwestern, Brüder. Boah, Voraussetzung zum Leben. Galater 5, 16. Paulus sagt, ich will damit nur sagen, der Geist Gottes soll euer Leben bestimmen. Dann werdet ihr den eigenen Begierden widerstehen können. Oh, selbstbestimmt, fremdbestimmt, gottbestimmt, aus einer inneren Jesusbeziehung heraus leben. Römer 12, Vers 2. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefällt und ob es zum Ziel führt. Selbstbestimmt, fremdbestimmt, aus der Beziehung zu Gott heraus bestimmt, wie möchtest du leben? Irregeführt von deinen Gefühlen und deiner Wahrnehmung, unter dem Joch der Fremdbestimmung, der Maßstäbe dieser Welt oder aus der Führung eines liebenden Gottes, der das Beste für dich sucht. Ich wünsche dir Freude beim Nachsinnen
während dieses Wochenendes. Ich wünsche dir eine gute Zeit und eine kraftvolle Woche.